So, es geht weiter mit dem Typen hier. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Alter. Wenn du mir das nächste Mal den Arsch reinkriegst, dann kriegst du bitte den Kopf rein, dann tut sich so weh. Wow. Wow. Was für ein Arschkriecher. Übel. Was für ein fetter Arschkriecher. Das geht ja gar nicht. So, hoffentlich geht er nach rechts. Wenn er nach rechts geht, dann habe ich gute Karten. Ha. So. Jetzt haben wir noch. Oh Gott. Ich bin weg. Das ging schnell. Was? Hä? Zu wem denn? Kinder? Regt euch mal ab hier. Alles okay. Alles okay. So, der ist auch tot. Das ging gut. Das ging gut. Wow. Das ging gut und vor allem schnell. Hi, mein Freund. Bin zurück. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Ich weiß. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ah, Alter, die Salbe. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab. Und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ich kotze gleich. Alter, er hat die Salbe vergessen. Mir brennt die Poperze. Es ist so ein... Was einige Leute werden versuchen, der Hinrichtung beizuwohnen. Ja, genau. Die meine ich. Und die sind nie da, wenn ich das spiele. Nie. Mann. Ich werde jetzt noch kurz die ganzen Aussichtspunkte aktivieren. Da es ja entfällt, dass ich die ganzen anderen Missionen machen werde, kann ich die ja wohl jetzt hier auf dem Video machen. Im Video. Auf dem Video ist irgendwie... Ne? Falsch. Ah, da oben muss ich hin. Ups. Kommt der irgendwie hin? Werdet ihr mich schlagen, wenn ich jetzt hier durchlaufe? Nein. Ah, ja, das bin ich. In der Tat. Wow. Alter, ihr. Please. Dieser Typ manchmal, ne? Der Wahnsinn. Der ist also so kacke im Kopf. Du bist hier nicht erwünscht. Hau ab. Ihr dürft hier nicht passieren. Zack. Voll daneben. Voll daneben. Und die unten merken überhaupt nichts. Dass da irgendwie gerade ein Mensch runtergefallen ist, der nicht mehr da ist. Sehr gut. Oder ist der genau in den Strohhaufen reingefallen? Ah, wie cool. Ah, ist das cool. So, von dir klaue ich mir jetzt nochmal ein paar Messer. Zack, dankeschön. Moment, wo wollte ich hin? Ich wollte jetzt erstmal hier hinten hin. Ja, ich weiß, es ist ganz weit weg, aber... Hey. Psst. Was? Kennen wir uns? Nein. Das ist okay. Entschuldigung. Das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen. Boah, red nicht so ein Schwachsinn daher, bitte. Oh, wow. Ich weiß, es kam beim letzten Mal vielleicht ein bisschen rüber, dass ich nicht so wirklich der gläubigste Mensch bin. Naja. Naja, ne? Ich sag mir halt immer, wenn es einen Gott gibt, dann... Was? Wo? Da, hi. Komm, weg. Ich sag mir halt immer, wenn es einen Gott gibt und er wirklich so den Menschen wirklich mehr liebt als seine eigenen Engel und sich, ja, nach seinem eigenen Abbild gemacht hat, würde ich mir einfach denken, wenn ich mir extra die Mühe machen würde, jemanden zu erschaffen, der so aussieht wie ich, würde ich mich nicht selber leiden sehen wollen. So. Wenn es darum geht. Und vor allem, was macht es denn überhaupt einen Sinn? Wir sehen alle verschieden aus. Alle sehen verschieden aus, alle Menschen. Wer sieht denn aus wie Gott? Macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn, Mann. Oh, und das mit dem Gott-Einmischen in der Bibel war es ja manchmal, dass Gott sich in Sachen eingemischt hat. Mit seiner, mit dem brennenden Rosenbusch oder was das war. Boah, nee, ne?
Wenn Gott so allmächtig ist, kann er doch einfach auch zu uns reden. Hat er zu Moses ja auch gemacht, der die 10 Gebote aufgeschrieben hat. Moses war es, ja. War ja auch der, der das Meer geteilt hat. Hm? Ja, ich... Alter. War das die Olle da hinten? Boah, macht die mich aggro. Also anscheinend, wenn wir irgendwo hochklettern und uns will gerade jemand anbetteln, dann werfen sie uns mit Steinen ab. Ist okay, gut. Mache ich auch immer. Wenn ich meine Mom frage, ob ich Geld bekomme fürs Kino oder so, früher noch damals, habe ich sie auch immer mit Steinen beschmissen. Also, ist ganz legitim. Ernsthaft. Ich komme gerade vor wie in Kreuzberg in Berlin. Gott. Wird man mit Steinen beschmissen, aber nicht, weil sie einen fragen, ob man Geld hat, sondern einfach, weil man, weil sie Geld wollen. Ah, Kinder. Oder einfach, weil es ihnen Spaß macht. So. Und wisst ihr, was ich jetzt esse? Einfach so ganz, hier im Video, ein Neapolianer. Und du da drüben kriegst keinen. So. Tschüss. Boah, sind die geil. Tschüss. Komm, leg dich zu ihm. Komm, 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 leg dich zu ihm. No, you fail. Ach, wie cool, die ist weggelaufen. Was für ein Timing, da wäre ich nämlich nicht durchgekommen, ohne dass die mich geschlagen hätten. Ha. Huh. Awesome. Da hab ich das scheiß Zeug im Mund. Bah. Wie geil, immer reden. Was liebt uns? Hä? Ist okay. Entschuldigung. Lass mich in Ruhe, ich bin weg. Alter. Nein! Nein. Ich will ihn nur ein bisschen schlagen. Mann, 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 Mann. Das ist auch wieder so eine Sache. Das verstehe ich auch nicht bei unserer Gesetzgebung mehr oder minder. Es heißt zwar, alle Menschen sind gleich, aber es ist immer noch so, dass Frauen bevorzugt werden im Gerichtssaal mehr oder minder. Sprich, wenn ein Mann eine Frau schlägt, oh, du böser, böser Mann. Finde ich jetzt auch nicht richtig. Aber ich finde es auch nicht richtig, wenn eine Frau einen Mann schlägt und dann heißt es nur, oh, sie sind eine Pussy. Was gibt es, Novize? So. Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualims Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los. Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Jo, eine kleine Nebenquest. Nicht wirklich. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ja. Macht keinen Sinn. Er hat schon alles, er hat schon die ganze Karte vor sich. Perfekt. Und misst dann trotzdem im Zirkel irgendwas ab. Das macht auch kein Ding. Kein Sinn. Kein Ding? Wow. Ist okay, er ist so spät. So. Jetzt müssen wir einfach mal. Doch, ein bisschen komme ich näher. Ein bisschen komme ich näher. Komm. So. Hi. Ein bisschen kuscheln will doch jeder. Nee, ich hoffe einfach nur, dass die Geistlichen, die da jetzt sein werden. Ob sie da sind, wohl eher. Ich mach Klimmzüge. Ne? Alter, ich hab's dir doch vorhin schon gesagt. Lass mich in Ruhe. Ja, das stimmt allerdings. Ach, wir kommen da nicht hin. Ist ja alles abgesperrt. In der Tat. Wow. Wieso ist hier rot? Warum ist hier rot? What the fuck? Warum ist hier rot? Sperrgebiet oder was? Das ist auf Assassin's Creed auch so, auf Assassin's Creed 2 natürlich, dass da Sperrgebiete auch, sag's mir, dass die markiert sind,
Oh nee, ernsthaft jetzt? Bitte nicht. Wie viele Leute kommen denn noch? So, jetzt wieder auf die Kleinen gehen. Oh Gott, sind es viele. So, auf die Kleinen gehen, die ich mit dem Konter töten kann, sozusagen. Und den mache ich so tot, natürlich. Zack, perfekt. Den auch noch. Die anderen beiden sollten eigentlich jetzt abhauen. Hoffe ich mal. Das sind genug Leichen. Oder auch nicht. Die halten alle durch. What the fuck? Nee, du gehst auch nicht mehr weg. Du bist so viel Scheiß bereitet. So. Ach ja, ach ja, ach ja. So, darf ich jetzt hier rüber? Dankeschön. Was, wer spricht? Ihr seid hier nicht erwünscht. Du auch nicht, so. Wie gesagt, ne? Dann gehen wir hier rüber. Ich bin ein Assassine, man merkt's. Wow. Und die Geistlichen sind nicht da. Noch nicht zumindest. Ich hoffe, sie kommen noch. Die würden eigentlich da hier drüben irgendwo stehen, aber irgendwie... verkackt. Ernsthaft? Die jubeln zu? Und der buggt voll rum? Alter. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst. Wollen wir nicht? Niemals. Dann wollt ihr Taten sehen? Ja. Hör uns. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Ihr habt kein Recht auf den Tod. Wofür haltet ihr euch? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Der Herr verfluche euch alle. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten! Ist okay, und da kommt keine... Da sind wirklich keine Leute... Oh, ist das behindert. So, ich probiere mal hier hochzuklettern. Hoffentlich sieht mich keiner. Eigentlich werden da... Was? 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 Oh, ernsthaft, komm her. Was ist das für ein Abfuck hier, bitte? Wow, ist das behindert? Okay, gut. Gut, gut, gut. Mein Fehler war halt, dass ich nicht sofort oben am... auf dem Haus gestartet bin, sag ich mal. Wo ist denn der andere überhaupt? Ach, da ist er. Ich will die wenigstens mit der Klinge töten. So, zack. Dann konnte ich die wenigstens alle tot. Bam, bam, bam. Zack, so, passt. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein, nein, ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt.
Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht, doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Jo, das war bis jetzt der einzige und ja, der halt wirklich aus selbst Vorteilen gemeuchelt hat. Der Rest hatte irgendwie gute Argumente, ich weiß auch nicht. Was wollt ihr? Ich meine, der eine, der letztes Mal der Wilhelm. Es hat schon seinen Sinn, dass man fressen, oh Gott, dass man Essen zurücklegt für schlechte Zeiten. Das macht Sinn. So ist es ja nicht. Und es ist auch taktisch klug. Also so ist es wirklich echt nicht. Das macht echt Sinn. Und er hat selber gesagt, dass in seinem Viertel keine Verbrechen waren und sonst was. Das ist halt ja der die Folgen einer Regierung, die vom Volk halbwegs akzeptiert wird, weil wenn das Volk wirklich überhaupt nicht mit der Regierung übereinstimmt, dann ist der auch nicht lange in der Macht. Er kann nicht das ganze Volk umbringen, das ist irgendwo, ne? Blödsinn. Oh, das hat mich jetzt echt genervt, dass die Gläubigen da unten nicht rumgelaufen sind. Das war echt dumm. Das war echt dumm. Hm. Scheiße. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jo. Ich würde sagen, damit wäre eigentlich jetzt die... Wer hat die ganze Erinnerung eigentlich schon? Geschichte. Oder vergessen. Ah, lustig. Lustig. Boah, nee, ganz ehrlich. Ich hätte wirklich oben auf dem Dach warten müssen. Dann hätte... Es geht, glaube ich, auf dem Dach, dass die Sequenz abgespielt wird, aber naja. Schon fertig? Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, sie sind wichtiger, als sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außer dem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse.
Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Ernsthaft? Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Ist okay. Ich sehe gerade, was ich will. Was? Nein. Okay. So ein Rotz, natürlich. Darf ich mitkommen? Hi. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ja, ist okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bin schon drin. Und blub. Ist okay. Dann legen wir uns mal schlafen. Ist okay. Aber das Riddick. Riddick? Heißt der Riddick? Ein Templer ist? Na, konnte man irgendwo erahnen, oder? Was? Kein Doc über mein Gesicht? Komisch. Ah doch, da ist er. Hi. Ich hab Sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Ich will einen bitte. Und auch nicht. Gut, dann war's das hier fürs erste Mal. Im nächsten Part. Wir können mal gucken, wie viel wir eigentlich noch haben vom Spiel. Wir haben noch, den haben wir gemacht. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Den Großteil haben wir schon. Ist gar nicht mehr so viel. Es ist noch der hier. Den müssen wir jetzt machen. Das sind 2 Attentate. 3 und dann kommt. Ja, dann kommt das Finale. Haha. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich, ziemlich geil. Und beim nächsten Mal machen wir den ersten Attentat. Los geht's, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Doch, halt die Fresse dahin. Ich moderiere gerade ab. So. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gamma. Tschüss.